Die Leute fragen mich immer, wo kommst du her, wo kommst du her, du hast so tolle Haare, du hast so einen verrückten Style, ich komme aus Sachsen, wo soll ich denn herkommen? In meiner Freizeit, ich wollte von meiner Freizeit erzählen, in meiner Freizeit, da bin ich Fan von so und immer schön dran denken, wer cool ist, wer Ahnung hat, der kommt auch auf dem sächsischen Weihnachtsmarkt vorbei. Und ihr kommt auch am Freitag, und dann ist vorbei. Wenn ihr krank seid, nicht. Bleibt lieber zu Hause. Wir Sachsen, wir haben zwar ein gutes Immunsystem, aber wir wollen euch vielleicht auch gar nicht hier. Ich wollte drüber reden, was ich in meiner Freizeit mache. Ich bin Sportfan. Ich bin Fan vom 1. FC Sachsen e.V. Tennisabteilung. Das ist mein Verein. Und mich regt's auch auf, dass alle Leute immer nur Fußball gucken. So, wir gehen nochmal sächsisch. So. Neulich, da war ich so richtig in Sportlaune. Ich hatte Bock auf Action. Yeah! Ich habe meinen IF-Club-Computer aufgeklappt und habe mal gegoogelt nach Stadion. Und überall reden sie nur von Fußball. Keiner spricht von der Tennisabteilung. Ich bin aber hier nicht, um über Fußball zu reden, sondern über uns Sachsen zu reden. Oder eher darüber zu reden, wie wir Sachsen reden. Nämlich sächsisch. Und ich bin dafür, dass sächsisch nicht ausstirbt. Hoch mit den Sachsen, hoch mit den Sachsen. Und genau das wollt ihr ja auch sehen. Und wir hören auch nicht auf, wir bleiben stabil. Hoch mit den Sachsen, hoch mit den Sachsen. Wir aus dem Weihnachtsland, wir lieben unser Weihnachtsland. Es ist genug geredet von Weihnachtsmärkten und Lebkuchenherzen. Ich will Werbung machen, Werbung für meinen Stammtisch. Stammtisch-Tennisabteilung jeden Freitag in der sächsischen Kneipe in Sachsen. Hoch mit... Ein Appell zum Schluss. Hört auf, über Sachsen zu lachen. Hört auf, sächsisch als Klischee zu nehmen und euch drüber lustig zu machen. Das geht mir nämlich auf den Senkel.